Hallo Trio, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Neverwinter mit mir, der Snorks. Grüß dich. Wo kommen wir hin? Was kommt, was kommt, was kommt, was kommt, was kommt? Oha. Der Oberste der Sachen, die wir laufen können. Eieieiei. Ich sag dir wieder ein bisschen Bescheid, was man tun muss, falls du dich nicht mehr so erinnerst. Wir haben Pico, Marco... Weil ich mach das nicht alleine, die hauen mir ja den Arsch voll hier, ganz ehrlich. Wo sind denn die restlichen hier? Die kommen irgendwie hinterher, ne? Ich bin schon fast tot, ey, mit einem Schlag von dem Typen. Hallo, ich kann ja nicht das, ich mach überhaupt keinen Schaden mehr, Leute. Lustig. Ich glaube, ab 11.000 oder so kann man das Ding laufen. Oder 10. Ja, da bin ich ja gerade rüber, ey. Ja. Boah, wenn er da liegt. Wenn er liegt? Jetzt schon? Oh, fuck. Was habt ihr Narren mit dem Philakterion angestellt? Was kann man hier breaken hier? Nein, musst du dir angucken. Da lädt es der ganze hintere Dungeon. Zwang gucken, ja. Ja. Und wenn der gelegen hat, ist er jetzt sowieso tot, oder? So lange, wie die ja. Läuft. Richtig. Hup, da sind die beiden wieder zusammengedonnert mit dem Band. Da muss man auch aufpassen, wenn man da nicht genug GS hat. Ich bin einmal in der Mitte zwischendurch durchgeritten und in dem Moment sind die zusammengezogen, ich war tot. Von den AIs getötet, die sich zusammenziehen durch das Gummiband, ey. Das ist böse. So, ein Spieler ist gerade abgenippelt. Der ist da stehen geblieben, wollte nicht weiter. Der Pyrgo-Mache da. Ja, Pyro, der macht nämlich auch nichts mehr da hinten. Jetzt ist er weg. Ist jetzt bei uns, oder? Wo ist er denn? Ich sehe einen Tiger da stehen, da ist er doch. Gruppe wartet auf uns. Na gut. Da halt er noch. So lustig vor sich hin. Habe ich eigentlich irgendeinen... Ja, ich habe einen Trank der Energie. Den nehme ich mal. Der gibt mir 1000 Kraft für eine Stunde. Das ist okay. Bisschen mehr Kraft schadet nicht. Und Pyromache will sich auch nicht weiter heilen, was ein bisschen blöd ist, wenn ich das mal so sagen darf. Stell dich da ins Feuer, ja. Pyromache. Echt. Er wartet, glaube ich, darauf, dass irgendwie wir ihn heilen. Aber wer wartet denn hier? Wer ist denn außerhalb des Kreises? Assassin Guis hier, Elite of Darkness. Der kriegt's gerade nicht gebacken. Der muss gerade seine Skillung umändern, weil wir jetzt hier reingehen. Warum auch immer. Untersuchen. 10.000 hat er. Wir werden alle sterben. Sagte ich das schon? Ja, hat's ein, zwei Mal gesagt, glaube ich, ja. Wo ist der Rest? So, Gegner kommen vorne. Ja. Ich stehe vorne. Das ist gut. So wollen wir das sehen. Ich bin zurückgeworfen worden. Ja, das kann leider mal passieren hier. Lalala. Ja, lala. Das wird böse enden. Die sind alle irgendwie nicht so stark, wenn ich das mal so sagen darf. Die stark in der Gruppe, oder was? So würde ich das fast sehen, ja. Mal wen? Hast du meinen Strahl vom Himmel gesehen? Ach, ich sehe gar nichts mehr. Ich folge meinem Snorkserin. So, jeder nur ein Kreuz, einen Splitter hier. Ich gehe irgendwie nach rechts. Die einzigen, die eventuell keinen Splitter machen müssen, sind Kleris. Wenn die so schwach sind, dann lassen die das andere machen. Die dürfen das eventuell auch. Wenn das nur Buff-Kleris sind oder so, die sind halt nicht so gut im Töten. So, meiner ist durch. Ich werde rausgesogen. Das war's? Ja, das war hier. Wir müssen gleich zur Tür. Ich wollte eigentlich noch mal ein paar Spezialfähigkeiten rausholen, haben sie mich gar nicht lassen. So, 1 und 5 ist offen.
Muss, kann man da nachhelfen? Ja, du kannst da mit reinspringen, glaube ich. Also kannst du hinterher. Ach, da hinten, der Cleary hat seinen nicht gemacht. Der ist nur ein blauer. Da ist gar keiner drin. Deswegen, ja. Den machst du? Okay. Ja. Flop. Weil ich wunderte mich, hier stand einer schon rum. Ich habe gerade geguckt, das war nämlich der Cleary. Er hat so gemacht, wie ich gesagt habe. Er hat nämlich nichts gemacht. Genau. Entweder weiß er es nicht, dass er da rein. Jetzt kommt er dir hinterher. Jetzt seid ihr zu zweit. Super. Entweder wusste er nicht, dass er da reinspringt, was ganz böse ist, oder aber... Ja, du kannst sagen, dass er gerade zum ersten Mal macht. Und dann, Ja, wobei, dann hätten wir einen Neulingsbonus. Er hat nicht gesagt, hier ist ein Neuling dabei. Er hat zum ersten Mal das nur gemacht, aber nicht Neulingsbonus, ist er nur, wenn er das... den Dungeon zum allerersten Mal läuft, also wirklich gar keine Echt? Ahnung hat. Ja, okay. Ja, okay. Da war nichts da drin, also haben wir Leute, die alle wissen, was sie tun müssen. Also ihn zumindest einmal gelaufen haben. Zumindest einmal gelaufen haben, ja. Der macht auch keinen Schaden, auch das bist du. Das bin ich, genau. Nur jemand gesehen, der sich wild bewegt und der Helsbalken, der gibt, der zappelte so ein bisschen. Ich dachte, da passiert ja nichts. Nichts passiert, genau. Ja, ich weiß. Ich kenne mein Problem. Und dann sehe ich, oh, das bist du. Ja, das tut mir leid. Ich bin gestunt, er hat mich angespuckt, ey. So, ich mach die Feuer los, Leute hier weg, die nerven irgendwie. Ich mach alles weg. Genau, du bist das, ne? Du bist das, der alle wegmacht. Ja, ich bin der Da Staubsauger. Schreit einer Hilfe, kann das sein? Ja. Hinter den dicken Naschfalte da. Aber wenn ich dich wiederbelebe, bist du gleich beim nächsten Mal tot. Das müssen die Leute auch verstehen. Wenn sie einmal wiederbelebt werden und sich nicht selber mit einer Rolle wiederbeleben, ist beim nächsten Mal ist er tot. Ganz simpel. Er fällt einfach tot um. Hallo, heil dich mal richtig. Du warst ganz tot. Ey, Macker. Das ist der Erste, der gleich umfällt. Ich verstehe es nicht. Was ich nicht verstehe, ist, dass der Typ da hinten... Ist er weg? Pyro, mach, ist jetzt weg. Er ist offline. Ja. In der Hoffnung, dass jemand nachkommt. Du bist der Einzige, der hier noch... Also in der Hoffnung, dass einer nachkommt, warte ich nochmal eben, aber es kommt keiner nach, weil mit der Gruppe zu viert, das wird nichts. Sag ich dir so, wir stehen gleich wieder hier. Das sage ich dir deutlich. Ach komm, der hat doch mal ein Auge. Wollen wir eine Wette abschließen? Nein, lieber nicht. Du kriegst einen Kupfer von mir, wenn du gewinnst. Ich sage... Hey, ein Kupfer. Ich danke. Autsch. Das war ja schon mal hervorragend. Ich kann ihn so schlecht sehen hier. Ich kann dich auch ganz schlecht sehen. Also ich kann dich auch schlecht riechen, aber... Hey, was soll das? Warum sagst du so böse Sachen? Das kennst du doch von mir. So, richtig, ja. Das erwartest du doch von mir. Also ich muss da mal die Erwartungshaltung erfüllen. Denn ich habe mich gestunt. Es war zu spät mit meinem Schild. Hallo. Hallo. Ich hab schon wieder ein Gummiband hier. Warum immer ich? Eilen. Ich schaffe es auch nie in der richtigen Zeit, mein Schild anzumachen. Immer zu spät, ey. Ich hab schon wieder ein Gummiband. Ey, nervt das? Aua. Da kommen wir auf die kleine Sau, ne? Ich weiß ja. Und Krake. Und Schlag. Ich hab mein Schild angemacht. Mano. Ja, mal geschafft. Nicht schlecht. Ja. Hätte nicht gedacht. Ich möchte jetzt einen Kupfer haben. Du hast mit mir nicht wetten wollen. Hättest du gesagt, wir wetten, dann hätte ich's gemacht. Du wolltest aber nicht. Mö. Okay. Ja, alle freuen sich, hoffentlich. Ja, weiter geht's. Halle der Pegel.
Ice Mobs kommt schon, ne? Ja. Oh, scheiße. Ich hätte das aufsparen sollen. Wieso geht er auf mich denn drauf? Was soll das denn? Na, warum bin ich gestunt, blöder Wichser? Immer ich, immer auf die kleinen Dicken hier. So, ich versuche ihn mal umzudrehen. Ich bin auf die andere Seite, dass ihr Kampfvorteil kriegt. Ja, auch jetzt hier auch. Sehr schön. So, bleib jetzt alle auf der anderen Seite. Nein, ja, du musst immer auf der anderen Seite stehen. Nie bei mir. Ich will nicht auf der anderen Seite stehen. Ich bin Elite-Pro. Du sollst einfach nicht bei mir stehen. Das passt zum Elite-Pro. Oh, das war die Hälfte meines Lebens. Oh Gott. Der war ganz einfach, oder? Mm, super. Mm. Geht sonst schneller, meinst du? Mm, deutlich. Also es ist allein schon, dass einer jetzt fehlt, kann uns noch das Genick brechen, ne? Also. Ja, die ist gesockt. Das ist doch das Problem. Der eine Typ in der Mitte ist das Problem. Der macht Gummibänder wieder an uns. Und wenn wir dazwischen stehen, so, und dann tot. Gehen gleich zwei Leute tot. Das ist das Problem. Ich bin tot. Ja. Aua. Das ist genau das, was ich gerade sagte, oder? Ja, ich weiß. War das diese Scheiße, wo man irgendwie links, rechts laufen musste? Nee, das war was anderes. Ja. Also im Prinzip müssen wir alle nur auf die eine Tante gehen, die die Gummibänder macht, die immer am längsten lebt und am meisten Hilfe hat. Wieder einer tot. Achso, das ist nur ein... Was ist denn hier los? Wie das hier geht denn? Einfach nächste Tür. Das ist jetzt nicht so schwer. Der Weg geht nicht mit so vielen Abkürzungen hier. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Mach auf. Ich beleg dich nicht wieder. Ich beleb dich nicht wieder. Wo ist das noch? Ja, cool, die kümmern sich um die Kiste. André macht die Kiste auf. Ich mach das nicht. Meine Lektion gelernt. Und Osmar könnte sich ja mal hier um die Gegner kümmern, oder? Ich hatte gerade wieder ein Gummiband an mir dran, ey. Ich hab noch gerettet, wenn ich mein Schild angemacht habe, ey. So, für alle, die auf die Mütze gekriegt haben, einmal rechts ans Feuer und dann erst links. Die Gruppe wartet auf uns. Ja, ja. Elite of Darkness. Wie heißt der Typ? Assassin Guts. Hey, ich hab Angst. Hey, eine Münze. So, alle Zombies platt machen, die auf dem Weg in das Ding sind. Die darf nicht voll sein, sonst sind wir alle dope. Kein Stummer. Ich sehe schon, ich bin der super Zombie-Killer. Nicht. Wenn du sie angebimst hast, bleiben die im Moment stehen und gehen auf dich. Aber die müssen so, ich sag mal, mindestens zwei Drittel Health runter haben dafür. Dann kümmern sie sich um das dich und gehen gar nicht direkt da durch. Scheiße, auch wieder weg. Nee, das ist das Problem, wenn wir alle so schwächlich sind, denn wir haben erst 9, die Hälfte und der Balken ist auch schon gut gefüllt. Da, ey, oh. Ja gut, schaffen wir. Zwei fehlen nur noch, das müsste gehen. So, jetzt bleibt der stehen. Geschafft. Wow. Geschafft. Ja. Ja gut, Hälfte ist voll, ne? Das ja, ja, aber da merkt man halt, wir sind nicht so die mit dem Mörderschaden. Da fehlen nicht, die. Nicht die geilste Gruppe, ne? Nee. Adrian hat auch nur 10.000 irgendwas. Assassin Guis habe ich nicht geguckt, aber kann ich mal eben machen. Ich meine, kümmert ja keinen. 10.000 was? Assassin Goose 10.000 GS, der hat 11.700, also 12. Das ist der höchste von uns. Du bist der höchste.
Ich bin der Höchste. Ich bin der Größte. Ich bin die Schönste. Ich bin Miss Neverwinter. Ach Gott, das hat's mal wieder gesagt, ja. Ja, ja, genau. Jetzt, wie du sagst. Ich erinnere mich. Ist das irgendwie der Vorrenner hier, der Assassinen-Gütze? Ich weiß nicht mal, welchen GS ich habe mit diesem Charakter, muss ich mal ehrlich so sagen. Soll ich dich mal untersuchen, oder was? Ich weiß es wirklich nicht, um ehrlich zu sein. Du hast 12. Ah. Schüle-Ich, also ähnlich. Ach, Styler, Rock a Microphone. Stereo Freestyler. Das ist der Styler? Das ist der Styler, ja. Nein, ich singe da noch. Ey, warum schwebe ich in der Luft? Der hat mich hochgehoben. Das ist ganz böse, das darf der nicht. Aber wir werden häufig zur Decke und zum Boden fliegen bei dem Tempo. Die großen Gruppen schaffen das, dass wir nicht einmal zur Decke und zum Boden fliegen. Die hauen einfach dreimal zack. Autsch. Wir sind, genau, das meine ich. Das kann hier ein paar Mal rauf und runter gehen, fürchte ich. Hat er getroffen? Oh, Scheiße, daneben geballert. Das geht? Ja, mit meinem Daily. Soll ich vielleicht nicht mit dem Strahl stehen? Wieso werde ich jetzt nach oben gebumst? Ich will aus diesen Pieksern raus! Nicht bewegen, wenn du an den Pieksern stehst. Wenn du nämlich ganz still stehst, passiert meist am wenigsten. Kommst du da raus? Einfach warten. Die hauen ja ab. Die sind nur einen kleinen Moment da. Und das Problem ist immer, dass die meisten panikartig sich bewegen. Und das macht ganz mächtig Schaden. Wenn du stehen bleibst, hast du nur so einen kleinen Schaden. Oder ich schweb schon wieder. Oder gar keinen Schaden sogar. Das ist, hast du einen Schaden? Du hast einen Schaden. Hier liegt auch nichts, ey. Gar nichts liegt hier. Nein, hier liegt nichts. Ich mach mal Licht für euch an, dass ihr hier ein bisschen mehr seht. Das ist echt lange Mischen hier, ne? Kann man jetzt die Schweißtropfen gleich abwischen. So, mal gucken, ob alle das wissen. Er geht schon zum Rand, das ist nicht schlecht. Du musst mir helfen, ich weiß nämlich nicht mehr. Also hier lang, du siehst sie jetzt auch, die liegen da alle und du gehst über die Bänke hier rüber. Ja, die rennen natürlich quer durch, ne? Das sind hoffentlich nur die Gefährten. So, und hier auch, da liegen sie. Und du musst an dieser Seite bleiben. Und hier liegen sie und du gehst hier vorne direkt an die Bänke. Ich komme da nicht rüber. Hüpfen geht. Ja, ging doch. Ich bin noch nicht da. Rette mir. Na gut. Hier qualmt's grün. Ja! Oh, fast tot, danke. Komm um die Ecke und da kommt dieser scheiß Ball vorbeigehuscht, ey. Oh Mann, ey. Ich warte auf dich, auch wenn ich dabei drauf gehe, aber ich warte mal eben hier. So, ja, genau. Was denn? So. Ja, aber du wolltest gerade auslaufen, mach das nicht. Also gerade mal so überlebt, du. Willst du es sicher haben oder nicht sicher? Sicher ist, man wartet hier auf den Kisten, bis er wiederkommt. Du kannst auch mit mir gehen, das müsste eigentlich gehen. Er rennt vor und ich will aus dem Bereich raus. Du bist so witzig, ey. Sehr geil. Ich liebe es. Komm zu mir. Ja, sehr schön. Er ist weg. Wir sind hier in der Ecke. Hier passiert nichts. Alles gut. Hier am Rand kannst du gehen. Da passiert auch nichts, wenn du ganz am Rand gehst. So, gucken, ob dein Gefährte da ist und noch lebt. Ansonsten musst du ihn nochmal rufen. Aber ich sehe dein Schwein schon. Es ist da. Ja, mein Schwein schweint hier rum. So, genau. Okay. Da hängt jemand. Der fliegt hier. Bei mir fliegt er in der Luft. Kannst es auch. Ich kann es auch. Cool.
Diese Kante. So, wegklicken. Das kann man skippen und sollte man skippen. Ich bin der Tank. Ich ziehe ihn zu mir. Leider. Ich habe keine andere Wahl. Also ich kann den überhaupt schon tanken, ey. Sonst kriege ich hier gleich mächtig auf die Mütze. Es bewegt sich nicht. Doch. Dauert nur. Dauert. So witzig. Ah, eine Kugel kommt. Bin tot. Ich muss hier weg. Ich bin auch tot. Ah. Alle tot. Außer dem Assassin. Nein, ich bin noch. Nein, ich bin noch da. Ja, ich bin tot. Wo bist du denn? Ich komme nicht wieder rein. Ich stehe vor der Tür. Ihr seid alleine ohne Tank. Ja, das ist geil. Die werden mich gleich rauswählen, weil scheiß Tank. Das war so schnell. Ja, ohne Tank ist doof. Oh, geil. Guten Tag und tschüss. Oh. Reicht das? Die sind also ein bisschen unentschlossen, glaube ich. Naja, ist klar. Ich muss mich viel mehr pimpen, alter Schwede, ey. Pimpen? Hm. Wie war der, meinst du? Ey, ich bin so schnell tot, das gibt's gar nicht, ey. Zwei Schläge, ich kann mir nicht tanken, ey. Der haut mir so auf die... Ich bin... Ich habe keine Health mehr, ey. Der haut einmal auf mich drauf und ich bin tot. Geil. Es wird nichts. Ich kann den irgendwie... Tank nichts. Useless, siehst du? Du bist die Lusche. Ich soll mal mein Maul halten, weil ich schaffe mich gar... Der braucht mir einmal zu touchen, ich bin sofort weg. Ja, ich bin jetzt auch draußen. Wie nutzlos. Tank useless, ja. Tja. Wie hübsch. Tja. Nein. Und nu? Können wir alle rausgehen, oder was? Entweder können wir rausgehen, oder wir probieren es einfach. Ich meine, nutzt ja nichts. Es nutzt ja nichts. Wir kriegen auch keinen fünften Mann dazu, ne? Wenn die nicht wollen, dann hört's gleich auf. Suche nach Gruppen. Aber mit 12.000 kann ich den echt noch null tanken. Das ist, nutzt nix, ey. Ja, wie blöd. Wenn die Heilerin mich heilen würde, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, aber... Oh, sie probieren es nochmal. Lob. Und er ist wieder voll. Ja, leck hier. Oh, ein Millimeter ist schon. Steht ein Fünfter steht draußen vor der Tür. Achso. Deswegen. Ein neuer meinst du? Meinst du, der bleibt da stehen? Was machen die Kugeln denn hier? Wie geht's bei dir? Wo ist er hin? So, erste Phase geschafft. Wieder den Aufbau der Kugeln verhindern. Ja. Wäre natürlich schon viel cooler, wenn wir zu fünf wären, aber... Sind wir gerade nicht, ne?
Nee, sind wir gerade nicht. Das ist echt so timingmäßig, dass ich es richtig schaffe, mich vorher zu pimpen. Ey, es ist so knapp manchmal. Da ist er wieder. Kriegst du auch noch um die Backe hier. Scheißkugel. Nein, geht ja gerade alle drauf hier oder was? Okay. Aua, 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 aua. Was? Aufgeben. Riss-Timer, 1,22. Was machen wir mit dem? Entweder geht einer in den Riss oder wir warten einfach ab, müssen nur überleben. Okay. Weil so ein bisschen Fitzelchen von Zitrone tut sich ja trotzdem da. Ja. Ja. Du hast mal was gesagt vorhin, das ist Herz vom Herz, ne? Das ist für unser Niveau das Übelste, was geht. Also wenn da kein richtig Starker dabei ist. Und du siehst ja, ich schaffe es gerade so mit voller Konzentration den Typen halbwegs zu tanken. Aber ganz ehrlich, einen falschen Schlag oder einmal falsch gedrückt von mir, dann bin ich weg. Und dann fallt ihr wie die Fliegen. Denn immer so der Härtetest für die 10 bis 13.000, ich glaube ab 14.000 ist es dann kein Ding mehr, aber wenn man dazwischen irgendwo ist, ist der schon nicht ganz ohne. Was so scheiße. Ja, lange, dass ich mal so harten Fight hatte. Ja, du merkst du halt, wenn die ganze Gruppe so ist. Aber hart ist ja nicht für mich, also eigentlich hart für dich, weil ich mache sowieso keinen Schaden hier. Schengel, meine Fresse, hau mir darauf rum, ey. So eine Phase 3? Kann sein, dass die Sphäre nochmal kommt. Ist da noch Gummiband hier? Mit dir oder mit wem? Nee. Der fünfte Mann steht die ganze Zeit vor der Tür und hofft entweder noch dran zu kommen oder dass er nichts mehr machen muss. Eins von beiden. Hey, dem 2. Jetzt aber gleich, komm. Hab ihn. So, der Useless Tank hat es dann doch nochmal geschafft, so halbwegs. Ja, so, jetzt geh mal nicht zu den Truhen, sondern folg mir mal. Meine. Wo bist du denn? Dein. Ja. Ich folge dir. Über die Schrift. Und wenn du dieses Religionspaket aufmachst, kriegst du zwar nix, aber das erhöht um 0,01% die Möglichkeit, dass du was Cooles in den Kisten findest. Aber das ist halt nur... Das Religionspaket, das hast du ja schon weggenommen, du Honk. Nein, das kann jeder machen. Das nicht. Wenn du kein Religionspaket hast, kannst du es nicht machen. Sonst kannst du es eigentlich machen. Ist nicht zum Anklicken. Religionspakete sind zum Anklicken. Ja.
Ja, das nicht. Kann, dann hast du keins. Also normalerweise geht. Nein, ich hab meine ganze Tasche voll. Du musst vielleicht einen Moment warten, nachdem ich es gemacht habe, aber es geht eigentlich immer, aber egal. Ich renne jetzt nicht zurück. Assassin Guis hat 161 Millionen Schaden gemacht. Du hast 59, nur mal so zum Vergleich. Schau ich da mal rein. Ich habe 17 Tötung. Millionen Schaden genommen. Au. Den meisten Schaden ausgeteilt. Tatsächlich habe ich den dritten Platz gemacht. Du bist gar nicht der größte Schadensnehmer gewesen. Nein, ich bin ein Tank, ich mache keinen Schaden. Ich bin nicht für Schaden da. Ich sag's nochmal. Ich bin nicht für Schaden da. 12.000. Aber wir haben die meisten Tötungen gemacht. Der andere hat nur mit mehr Kraft zugeschlagen. Wir beide führen mit den meisten Tötungen. 106 und 100. Ja, das ist ja supi. Boah, das war aber auch ein Hammer, du, ey. Das war nicht ohne, ne? Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. So ist es, ja. Tschüss. Tschüss.